Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Esse Dasit Letzte Liebe Box von Ryman Simon. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Esse Dasit Letzte Liebe von Ryman Simon. Das Ganze am 10. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist etwas länger her, also sehr, sehr lange. Im Oktober 2005 kam das letzte Album von Ryman Simon. Bedeutet, es ist mittlerweile 2020, also mehr als 14 Jahre liegt sein letztes Album zurück. Das muss man sich echt mal vorstellen. Jetzt ist es endlich soweit. Der Berliner ist wieder zurück und das gleich mit einem Doppelalbum. Wie man am Titel unschwer erkennen kann, es sind zwei Alben in einem, nämlich einmal Esse Dasit und einmal Letzte Liebe. So sieht das Ganze aus, kommt hier in einer Metallbox. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, dann machen wir hier mal auf. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine silberne Metallbox, die glänzt wunderbar. Und auf der Oberseite, auf dem Boxdeckel, haben wir einmal im Querformat das Cover. Darüber lesen wir hier handgeschrieben Ryman Simon. Dann lesen wir Esse Dasit Letzte Liebe. Und links und rechts haben wir den guten Mann abgebildet. Links mit Sonnenbrille, rechts ohne. Ja. Und dieser Schriftzug hier in Schreibschrift, den haben wir dann auch nochmal auf der Rückseite. Ebenso wie das Cover nochmals im Querformat. Dann haben wir einen riesengroßen Barcode, sieht man selten, so ein Riesenteil. Esse 2020 Box nennt sich das Ganze und das Ganze ist erschienen über Universace, jetzt Paul GmbH. Also das Label ist Universace, jetzt Paul ist da scheinbar auch beteiligt, kannte ich bis jetzt nur vom Beteiligt Boxen. Vertrieb hat Groove Attack gemacht. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht hier auf. Der Boxdeckel ist nicht abnehmbar, sondern der ist hier festgemacht. Also lässt sich hier so aufklappen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir hier einen Sticker. Ich dachte mir schon, wieso hat das gerade so geklappert? Jawohl. Gut, da hat sich scheinbar der Flaschenöffner verabschiedet. Machen wir wieder rein. Eine Mütze ist auch noch mit dabei. So, von innen die Box, glatt Silber. Erinnert vom Format her auf jeden Fall an solche Lunchboxen, die man früher in der Schule mit hatte. Also, für alle, die das verwenden wollen, da kann man gut sein. Pausenbrot reinpacken. Box geht zur Seite und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist hier, bis auf den Flaschenöffner, nichts mehr in Folie. Das Album sieht so aus. Wir haben hier ein Digipack, so wie es aussieht. Hier oben lesen wir wieder in der Schreibschrift Ryman Simon, Esse Dasit. In diesem Fall haben wir jetzt nur das linke Cover, also die linke Seite hier mit dem Kopf. Die rechte Seite fehlt. Dafür haben wir hier eine knapp gekleidete Dame, die hier unter einem Schirm liegt, strippt, was auch immer. Daneben ein Auto und jede Menge Geld, das hier am Boden liegt, beziehungsweise durch die Gegend fliegt. Und das Ganze kommt daher, dass auf Esse Dasit so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, härtere, die, nennen wir es mal, battle-lastigere Seite von Ryman Simon rauskommt. Und dann haben wir noch das Album Letzte Liebe. Das ist dann nicht so prolig, sondern etwas nachdenklicher, etwas themenbezogener. Ja, also so sieht das Ganze dann von innen aus. CD Nummer 1, CD Nummer 2. Wie ich sehe, haben wir hier leider kein Booklet dabei. Schade. CD Nummer 1. Esse Dasit, so sieht das aus.
Und dann haben wir hier die Infos. Wir haben hier einerseits die Tracklist, 11 Tracks an der Zahl. Und dann haben wir hier die Infos zum Album, also die Credits, alle Beats von Sauerkraut und so weiter und so weiter. All das kann man hier nachlesen. Wunderbar. Und auf der rechten Seite haben wir dann das zweite Album, Letzte Liebe. Dieses ist 9 Tracks stark. Hier haben wir dann die Tracklist und auch hier wieder darunter die Credits. Also, Sauerkraut hat das gesamte Album, beide Alben produziert. Alle 20 Tracks. So sieht das noch von der Seite aus. Rhyme and Simon. Ja, also recht ungewöhnlich, da ja wirklich beide Seiten hier mit Cover versehen sind und nicht auf der einen Seite irgendwie Barcode oder sowas drauf ist. Dementsprechend sieht das so aus. So, dann haben wir einen Sticker mit dabei. Der ist im Querformat. Und hier haben wir wieder das Cover, das wir kennen, mit den beiden Gesichtern, die sich ansehen. Hochglanzsticker, wie gesagt, Querformat. Ein Flaschenöffner ist mit dabei. Kommt hier in so einer kleinen Plastikfolie. Was lesen wir hier noch? Imported by FLBV. Okay. Also, klassisch, wir haben hier einen silbernen Flaschenöffner und dann haben wir hier einen Ring, um das entsprechend an Schlüsselbund oder wo auch immer festzumachen. Und auf diesem lesen wir hier in schwarzer Schrift auch nochmals Letzte Liebe. Also, damit kann man dann wunderbar Bierflaschen oder dergleichen öffnen. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier eine graue Mütze. Hier vorne lesen wir dann Essie Dasit. Auf der Rückseite sonst weiter nichts. Wir haben hier noch ein Zettelchen und zwar ist das eine Mütze von Beachfield Original Headwear. Dann schauen wir mal hinein. So, Beachfield, okay, das haben wir schon gelesen. Oh, was haben wir hier? Beachfield United Kingdom. Das Ganze ist 45% Acryl, 55% Polyester. Und hier haben wir es, Made in China. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Mütze hier in Grau. Dann haben wir den Schlüsselanhänger, den Flaschenöffner. Dann den Sticker im Querformat. Sowie natürlich das Doppelalbum Essie Dasit. Letzte Liebe mit insgesamt 20 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Essie Dasit, Letzte Liebe von Rhyme & Simon. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rhyme & Simon unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.